Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Quick-Tipp von Spalkofer Art. Heute geht es mal um Masken und dementsprechend auch um Freistellen. Ich habe momentan ein sehr großes Projekt am Laufen, und zwar dieses Bild hier, das ohne Maskierung so aussieht und der Hintergrund wurde so fotografiert. Das heißt, ja, es war mir nicht wirklich möglich, hier einen astreinen, sauberen Hintergrund zu wählen, weil ich einfach im Studio nicht genug Platz hatte, das alles vor weißem Hintergrund zu fotografieren und dementsprechend gut auszuleuchten. Das heißt, es musste eine alternative Freistellungsart fernab von Fokus freistellen oder mit Farben freistellen oder so gewählt werden. Es wurde eine ganz banale, normale Freistellungsart hier genutzt, und zwar die Freistellungsart hier rechts im Bild mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Es gab aber jedoch einige kleine Stellen, die ich hier anders freistellen musste, wie zum Beispiel diesen Bereich des Vogelkäfigs hier. Und was soll es halt gehen? Wie schafft man es, so einen Vogelkäfig, der jetzt gerade aus diesen Linien hier besteht, doch relativ schnell und einfach freizustellen? Und das geht eigentlich recht flott, wenn man vielleicht eine kleine Technik beherrscht. Und ich werde jetzt einfach mal einen Bereich hier wieder rausmaskieren und zurückmaskieren. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal zur Veranschaulichung hier diesen Bereich hier, der ja doch mit überkreuzten Stäben und so arbeitet. Moment, so, jetzt ist er wieder weiß. Und wie schaffe ich es, dass das hier jetzt wirklich gut wird? Gut, ich sage es mal so, ich habe einfach nur, denke ich mal, die obere Ebene bitte hier weg. Ich lösche sie mal kurz raus. Ich habe eine Deckebene hier eingebaut, das ist die Ebene 1, damit ich sehe, was ich auch mache. Gerne werde ich hier auch aber ab und zu mal eine sehr, sehr schrille Farbe wählen, damit ich auch wirklich sehe, habe ich sogenannte chromatische Aberrationen oder irgendwo einfach noch einen leichten weißen Schein rundherum. Damit ich das einfach gut erkenne, wird eine Ebene, eine sogenannte Hilfsdeckebene eingebaut. Gut, gehen wir mal rein in die Maske selbst. Die Maske selbst wird in so einem Fall relativ grob ausgeschnitten. Und zwar versuche ich mich hier mit dem Polygonlasso mal die Outlines zu ziehen und stelle jetzt den ganzen Bereich hier mit gedrückter Alt- und Backspace-Taste frei. Ja, Alt- und Backspace deshalb, weil schwarz momentan meine Vordergrundfarbe ist, sonst müsste einfach die Command- oder Steuerung und die Löschen-Backspace-Taste drücken. Okay, als nächstes werde ich den unteren Bereich dieser Ebene 1, meiner Deckkraftebene, ein wenig minimieren, damit ich die Ebene ganz, ganz unten wieder durchscheinen sehe. Jetzt helfen mir diese zwei Ebenen quasi, die Maske oben hier zu modifizieren, und das mache ich ganz einfach hier mit dem Linienwerkzeug. Das Linienwerkzeug ist momentan auf einer Stärke von 4 eingestellt, und jetzt kann ich, Moment, mit Weiß als Vordergrundfarbe mir diese Linien hier eben wieder einziehen. Das heißt, ich nutze nicht nur ein Pfadwerkzeug oder das Polygone-Lasso-Werkzeug, um solche Freistellungen zu machen, sondern sowas geht eben auch ganz leicht, indem ich meine Linien hier einziehe und somit gerade Strecken in der gewünschten Pixelgröße hier herausmaskiere. Alles relativ flott, und sollte sich eine Linie mal ein wenig verbreitern oder ein wenig kleiner sein, minimiere ich hier oben einfach die Stärke der Pixel. Achte darauf, dass ihr sehr weit in der Maske drinnen seid. Ich bin momentan auf 300%. Gerne arbeite ich manchmal sogar auf 400% rein. Einfach nochmal reingeklickt. Und sollte ich nicht erkennen, ob jetzt hier noch ein Schatten liegt oder ob das eine Aura ist, wird hier einfach mal kurz ausgeschaltet. Und dann sehe ich, okay, manche Bereiche hier müssen noch ein bisschen plastischer werden. Dann ziehe ich einfach nochmal in meine Maske hier eben diese Linien auf. Warum mache ich das nicht mit dem Freistellungswerkzeug, zum Beispiel mit einem mit dem Zauberstab? Ja, der Zauberstab, der geht mir in diese Richtung eigentlich gar nicht so gut, denn manche Bereiche werden mit dem Zauberstab unsauber ausgeschnitten, beziehungsweise die Toleranz des Zauberstabs muss ständig nachgeregelt werden, weil ich einfach auch hier unterschiedliche Farbtöne drinnen habe und vor allem der Farbton des Hintergrunds dem der Stangen sehr gleicht. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Bereich zum Beispiel auswählen würde, ja, seht ihr schon, habe ich einen kleinen Ausriss drinnen oder hier auch. Das wird alles sehr unsauber, deswegen macht sowas lieber händisch und bekommt dadurch eben dann ein gutes Ergebnis. So, zu guter Letzt kann die Deckkraftebene wieder ganz normal gestellt werden, auf weiß gestellt werden. Und so werden eben solche komplizierten und teilweise ganz unsauberen Stellen doch recht gut. Sollte es solche Bereiche geben wie hier, das Netz zum Beispiel. Hier haben wir das Netz. So etwas wird auch wirklich hier mit dem Lasso-Werkzeug ausgeschnitten. Das heißt, ich fahre hier
Ja, relativ flott. Natürlich geht so etwas nur sehr gut mit einem Zeichenstiftwerkzeug. Fahre ich diesen Bereich hier nach und maskiere ihn auch frei. Genauso wie diese Stellen, die hier jetzt in dem Bereich hier unten waren, zum Beispiel beim Stock. All das, diese Sachen hier, die wurden alle freihand ausgeschnitten. Das könnte man aber auch, wenn man es noch mal ganz genau machen möchte, eben mit dem Zeichenstiftwerkzeug machen. Gut, dann habt ihr mal gesehen, wie ich meine Maske hier bearbeite. Bitte achtet darauf, dass ihr durch einen guten Schärfeverlauf im Bild habt, mit einer weichen Kante arbeitet. Ich arbeite hier mit einer 0,3 Pixel Kante. Je weiter die Objekte nach hinten gereiht sind, das heißt Fokus lag am Gesicht, weiter hinten wird es unschärfer, wird auch hier auf 0,5 bis 0,7 angewandt. Somit habe ich dann auch verschiedenste Stellen hier mit verschiedensten Unschärfen drinnen und somit wirkt dann ein Freisteller nach dieser Art dann schon relativ gut. In meinem Fall werde ich jetzt hier noch weiterarbeiten. So sieht es mal momentan aus. Passt noch nicht hundertprozentig, aber ich habe noch ein paar Stunden vor mir. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen bei diesem Quick-Tipp. Schaut auch auf die anderen Quick-Tipps. Hier werden viele Sachen erklärt und wenn ihr noch weitere Sachen über Masken und vor allem Maskenoptimierung kennenlernen wollt, dann schaut auf den neuen Download, den ihr unter www.schweighofer-art.com findet. Der nennt sich Elastic Girl Download. Hier wird auch ein Model mit Haaren komplett freigestellt und da zeige ich nochmal ganz genau, wie ich eben Masken verbessern und optimieren kann. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Schweig over. And out.